Die genaue Entstehungszeit der Ma-Legende lässt sich nicht präzise bestimmen, da sie tief in den mündlichen Überlieferungen der germanischen und slawischen Völker verankert ist. Ihre Ursprünge reichen jedoch weit in die vorchristliche Zeit zurück, möglicherweise bis in die frühe Eisenzeit, ca. 800 v. Chr. Die ersten schriftlichen Erwähnungen von Wesenheiten, die der Ma ähneln, finden sich in den Werken germanischer und nordischer Mythologen. In der Edda, einer Sammlung altisländischer Gedichte und Erzählungen, taucht der Begriff Ma in althochdeutschen und mittelhochdeutschen Texten auf. Das althochdeutsche Wort Maron bedeutet geisterhaft oder spukhaft und weist auf die lange Tradition des Glaubens an nachtaktive Geisterwesen hin. Warst du die letzte Nacht mit keinem Tropfen Mondesglanz? Hattest du dein Bett gemacht, kein Stern erhellte deinen Kranz? Regina, wo warst du die letzte Nacht mit keinem Tropfen Mondesglanz? Hattest du dein Bett gemacht, kein Stern erhellte deinen Kranz. Wo warst du, als der Nebel schwer das Land umschlang in gleicher Hand? Als ob ein Heer von Schatten her sich niederließ aufs weite Land. Wo warst du, als die Stunde schwieg, da Mensch und Tier in Traumes band? Kein Laut durch die Dämmerung flog, kein Hauch des Lebens zu erspähen. Ich weiß es wohl, du gingst allein, von seltsamen Gedanken blind. Zu jenem alten Düsternhain, wo Wölfe mit den Schatten sind. Ein verzauberter Blick aus Augen wild und voll Verstand. Und mit dem Mondes erster Strahl ergriff dich das Holzsäulenband. Du wurdest zur Bestie der Nacht, gejagt von ungestümer Gier. Kein Menschenwort, kein Liebesband hielt dich mehr in dieser Welt hier. Doch als der Morgen graute sach und erstes Licht den Bann zerbrach, fand man dich zitternd wie erwacht von milder Nacht an einem Bach. Regina, mein, komm zu mir zurück, verlass den Wald, das finstere Tier. Ich gebe dir dein Menschenglück, kehre zurück nach Haus zu mir.